Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 3 zu einem weiteren Vortrag über GeoNode. Hier geht es darum, GeoNode als Forschungsdatenplattform in einer Bundesforschungseinrichtung einzusetzen und damit auch die sogenannten FAIR-Prinzipien zu erfüllen. Gleichzeitig wird an dieser Bundesforschungseinrichtung aber GeoNode nicht nur einfach eingesetzt, sondern auch die Entwicklung von GeoNode wird gefördert. Und wie das funktioniert, zeigt uns jetzt Florian Hüth. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Vortrag GeoNode als Forschungsdatenplattform. Ich bin Florian Hüth, habe im Uniges-Programm der Uni Salzburg einen Master in Geoinformation Science and Systems abgeschlossen und leite den Bereich Forschungsdatenmanagement im Thünen-Institut. Das Thünen-Institut ist eine Bundesforschungseinrichtung des Landwirtschaftsministeriums, des BMEL, und ist politikberatend tätig. Wir forschen in der sogenannten 3x3-Matrix in den Bereichen Wälder, Felder, Meere und jeweils aus der Perspektive der Ökologie, der Ökonomie und der Technologie. In den letzten Jahren sind wir zudem verstärkt im Bereich der ländlichen Räume aktiv und auch in den Sozialwissenschaften aufgestellt. Im Thünen-Institut arbeite ich selbst im Zentrum für Informationsmanagement. Wir sind zentraler IT-Dienstleister des gesamten Instituts und zu uns gehört auch die Bibliothek. Übrigens suchen wir ständig pfiffige oder lernwillige ITlerInnen und wenn die Beschreibung da oben zu dir passt, dann melde dich doch gerne bei mir. Nun aber zum Vortrag und dazu zunächst etwas Hintergrund. Seit einiger Zeit wird das Bestreben in der Forschungsgemeinschaft, Daten fair, also findable, accessible, interoperable und reusable zu veröffentlichen, immer größer. Gleichzeitig werden Geodaten jedoch schon lange Zeit fair veröffentlicht. Mit ISO-Metadaten angereichert, über OGC-Dienste gefunden und gelesen und in der GDI.de zur Wiederverwendung gelistet. Entsprechend soll in diesem Vortrag gezeigt werden, ob und wie eine Geodatenplattform als Forschungsdatenplattform funktioniert. Im Thünen-Institut haben wir dafür GeoNode verwendet, ein OSGeo-Projekt. Das Forschungsdatenmanagement ist gut im sogenannten Forschungsdatenlebenszyklus umrissen. So werden sie zunächst erstmal aufgenommen, dann werden sie analysiert, dann gespeichert, dann publiziert auf diversen Plattformen. Hoffentlich werden sie dann auch wiedergefunden und dienen dann oftmals als Basis neuer Forschungsideen, Projekte oder auch Forschungsanträge. Die Infrastruktur sollte hierbei die jeweiligen Zyklen technisch begleiten. Da die Phasen ineinander laufen, ist hierbei besonders auf Schnittstellen zu achten. Mit diesem Gedanken im Sinn wurde das Forschungsdateninfrastrukturkonzept erstellt und wird derzeit auch noch weiterentwickelt. Grundsätzlich ist hierbei unsere Infrastruktur in drei Bereiche aufgeteilt: dem internen Netzwerk, dem sogenannten LAN, unserem Netzbereich, der für Externe zugänglich ist, der DMZ, demilitarisierten Zone, und den externen Diensten, dem WWW. Im Thünen-Institut werden insgesamt drei GeoNode-Instanzen verwendet. Zum einen haben wir im LAN das Thünen-Institut Spatial Data Repository, kurz das TISDA. In der DMZ steht das Thünen-Institut Spatial Data Exchange sowie der Thünen-Atlas. Wir werden nun anhand eines fiktiven Beispiels die jeweiligen Datenlebenszyklen durchlaufen und ich euch konkret aufzeigen, wo bei uns im Institut GeoNode hierfür Unterstützung liefert. Stellen wir uns ein Projekt vor, in dem Bodendaten aufgenommen werden. Das heißt, wir haben externe Partner und die nehmen die auf und liefern uns diese als Datenpakete. Die Daten sollen bilateral ausgetauscht werden. Außerdem sollen auch Metadaten erfasst werden, damit man versteht, was die Daten eigentlich beinhalten und damit man sie besser verwenden kann für Analysen. Zudem befinden sich die Daten derzeit in aktiver Forschung und entsprechend der Erstverwertungsrechte der Promovierenden zum Beispiel sollen diese zunächst geschützt geteilt werden. Für genau diesen Anwendungsfall gibt es den TISDEX-Knoten. Wie das konkret aussieht, möchte ich an einer kurzen Demo zeigen. Das ist das Thünen-Institut Spatial Data Exchange, eine GeoNode-Instanz in der DMZ. Ich bin bereits eingeloggt. Das Login und so weiter funktioniert für Thünen-Mitarbeitende über LDAP und Externe haben theoretisch verschiedene Login-Möglichkeiten. Wir jedoch machen dedizierte Accounts für diese. Nachdem man eingeloggt ist, ermöglicht einem der Knoten,
zum einen komplett neue Ebenen zu erzeugen. Das heißt, eine PostGIS-Tabelle wird dadurch erzeugt, mit Attributen befüllt und kann dann über transaktionale WFS zum Beispiel befüllt werden. Wir haben in unserem Fall jedoch vorhandene Daten und wollen diese hochladen. Das Ganze funktioniert im Großen und Ganzen wie Dropbox. Theoretisch kann ich meine Daten hier raufziehen oder ich wähle sie einfach aus, suche mir hier die Tello-Bodenkarte raus als Shapefile, sage noch, dass sie in UTF-8 kodiert sind und lade sie hoch. Das Besondere ist, dass in diesem Schritt jetzt eine Menge passiert. Zum einen wird der Datensatz genommen, an GeoServer weitergereicht, in eine PostGIS-Datenbank ingestiert. GeoServer wiederum erstellt Dienste und die wiederum werden in TISDEX registriert, sodass, wenn ich diesen Datensatz letztlich öffne, ich eine Vorschau habe der Bodenkarte und ein Dienst wird erstellt mit einer Vorschaukarte und die jeweiligen Attribute, die da drin stehen, sind ebenfalls abrufbar über GetFeatureRequest zum Beispiel. Das besonders Gute hier dran ist, dass ich als Hochladender natürlich den Metadatenassistent benutzen kann, um den Datensatz mit zusätzlichen Informationen auszustatten. Im Metadatenassistent gibt es die Möglichkeit, verschiedene ISO-angelehnte Felder auszufüllen, so zum Beispiel die ISO-Kategorie. Es kann einer Gruppe zugeordnet werden. Und das besonders Interessante in den neueren GeoNode-Versionen ist, dass es in den optionalen Metadaten die Möglichkeit gibt, auch JSON-kodierte zusätzliche Metadaten einzufügen. Das ist sehr spannend. Dadurch könnte zum Beispiel, wenn ein besonderer Sensor verwendet wurde, um diese Bodendaten aufzunehmen, die Sensor-Metadaten, Einstellungen etc. hier mit reinkodiert werden. Und die sind dann im Frontend auch über die facettierte Suche zu finden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine DOI hier einzutragen. Und das besonders Schöne ist, dass der Datensatz, auch die Attribute des Datensatzes auch beschrieben werden können. So zum Beispiel, was B-Typ eigentlich bedeutet und auch die Beschreibung, nach welcher Methode zum Beispiel der Bodentyp hier aufgenommen wurde. Stellen wir uns nun vor, dass das Bodenprojekt abgeschlossen ist und die Ergebnisse der guten wissenschaftlichen Praxis folgend mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden sollen. Hierfür ist der TISDA-Knoten im Thünen-Institut vorgesehen. Durch das Web-UI können, wie eben gerade schon gezeigt, über Drag-and-Drop Datensätze hochgeladen werden oder komplexere Datentypen auch über eine Vielzahl von GeoServer-Data-Stores registriert werden, zum Beispiel NetCDFs oder Cloud-Optimized GeoTIFFs oder Ähnliches. Der Metadatenassistent unterstützt auch hier dabei, die Daten zu beschreiben und kann Thesauri verwenden. Zu jedem Datensatz werden automatisch Dienste erstellt. Wie das Ganze dann aussehen kann, möchte ich ebenso in einer kurzen Live-Demo zeigen. Willkommen im TISDA. TISDA ist die interne Datendrehscheibe des Thünen-Instituts. Das Login funktioniert ebenso über LDAP und Datensätze hochgeladen werden und beschrieben werden. Um mal zu zeigen, wie sowas aussehen kann, öffne ich die Bodenzustandserhebung der Landwirtschaft, wo die 3300 Bodenproben und die sind hier von den Thünen-Mitarbeitenden umfangreich beschrieben worden, sodass wir wissen, dass es sich hierbei um Daten handelt, die nach CC BY benutzt werden können. Neben der Vorschau, wo wir jetzt schon sehen, okay, überall sind Punkte, gibt es auch eine umfassende Beschreibung im Abstract, wo verschiedene weitere Datensätze genannt werden, zum Beispiel Labordaten und Horizontdaten, die zu diesem Datensatz gehören. Und hier kommt die Besonderheit von GeoNode, dass Dokumente an Datensätze angehangen werden können und wir hier eine Verknüpfung haben von diesen beschreibenden Dokumenten hin zu dem eigentlichen Datensatz. Natürlich können auch mehrere Stile an einen Datensatz geknüpft werden, um ihn unterschiedlich zu visualisieren. Besonders wichtig finde ich auch hierbei eine umfassende Attributbeschreibung, dass wir genau wissen, was in den jeweiligen Koordinaten, zum Beispiel wie die Koordinaten aufgebaut sind, dass sie nicht punktgenau sind, sondern 4 Kilometer um den ursprünglichen Punkt liegen, sowie dass das Hauptbodentypsymbol nach bodenkundlicher Kartieranleitung 5 aufgenommen wurde oder hier eine Beschreibung nach dem Thünen-Report 64. Okay, dann können wir wieder zurückwechseln zu der Präsentation.
Der Datensatz ist jetzt umfassend beschrieben und ist auch lizenziert worden. Der Thünen Data Policy folgend sollen die Forschungsdaten nun veröffentlicht werden. Hierfür kommt der Atlas-Knoten zum Einsatz. Er ist die Thünen-eigene Veröffentlichungsplattform und stellt besonders aufgearbeitete Forschungsergebnisse bereit in Form von Geo-Applikationen und APIs. Und Metadaten sollen von den TISTA-Knoten in den Atlas-Knoten weitergereicht werden und von dem Atlas-Knoten dann auch weitergereicht werden in die oben drüberliegenden Repositorien, wie zum Beispiel die GDI. Wie das Ganze dann aussehen könnte, möchte ich auch kurz zeigen in einer Mini-Demo. Das ist der derzeitige Release-Candidate des Thünen-Atlas. Der Thünen-Atlas soll Geodaten zusammengefasst thematisch in sogenannten Thünen-Atlanten bereitstellen. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Waldatlas, wir haben den Agraratlas, den Landatlas und den Meeresatlas und gegebenenfalls noch weitere Atlanten. Und in so einer Atlas-Applikation sind dann verschiedene Datensätze und Erlebnisse, also Geo-Applikationen, zusammengefasst, beschrieben und können hier aufgerufen werden. Zum Beispiel hier die Individualentwicklung von einer Arbeitsgruppe im Thünen-Institut, dem sogenannten Thünen-Agraratlas. Der wiederum ruft Datensätze aus dem Atlas auf, um diese Karte zu rendern und anzuzeigen. Hier jetzt am Beispiel einer Applikation, die die Agrardaten in Gesamtdeutschland ausgewertet hat und auf Gemeindeebene dargestellt hat und auch verschiedene Zeitschnitte anbietet, um sich anzuschauen, wie die landwirtschaftliche Fläche in den letzten Jahren anders genutzt wurde in den jeweiligen Gemeinden und um Hotspots anzeigen zu lassen. Und alle Daten, die hier jetzt gerendert werden, die Diagramme, die hier erstellt worden sind, all diese Datensätze wiederum sind Bestandteil des Atlas. Im Thünen-Atlas gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, die GeoNode-eigenen Fähigkeiten des Stylings und der Content-Erstellung, Geo-Applikationen zu nutzen. Und als Beispiel hierfür möchte ich die Karte der BCD-Landwirtschaft, also Bodenzustandserhebung Landwirtschaft, zeigen. Das ist derselbe Datensatz, den ich bereits gezeigt hatte, jetzt nur besonders aufbereitet für den Thünen-Atlas. Und wenn wir uns die Karte in Vollansicht anschauen und nicht nur in der Vorschau, dann wird MapStore geladen. Das ist eine React-basierte Applikation von GeoSolutions erstellt. Und wir können Diagramme und Widgets nutzen, um die Daten anders zu transportieren und bessere Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. So können neben zusätzlichen Informationen, das sind die aus den Metadaten abgeleiteten Informationen, können wir auch Diagramme zeichnen lassen, die sich auch ändern, je nachdem, wo man hinscrollt. Beziehungsweise, was ebenso möglich ist, ist basierend auf dem Feature-Katalog bestimmte Felder anders in der Get-Feature-Template zu rendern. Zum Beispiel hier sind die jeweiligen Profilfotos der Bodenprofile aufgezeigt und werden automatisch unten angehangen. Prinzipiell ist es möglich, über die Feature-Templates verschiedene Funktionen dort unten reinzumappen. In einem Proof-of-Concept haben wir auch schon einen Matplotlib-Render-Service hier unten eingebaut, der dann basierend auf den Informationen des Punktes Diagramme zeichnet und Zeitverläufe, zum Beispiel, wenn man zeitaktive Daten hat. Und wieder zurück zur Präsentation. Für die Phase des Cover and Reuse liefern TISTA und Atlas Suchinterfaces und interoperable Dienste. Die Atlas-Daten sollen in Zukunft auch in die GDI und das Agrardatenrepositorium OpenAgrar fließen. Zusammenfassend lässt sich somit Folgendes sagen. Grundsätzlich funktioniert die Verwendung von GeoNode als Forschungsdatenplattform gut, aber es gibt in jeder der Phasen noch Optimierungsbedarfe. Große Datensätze können aus der Plattform derzeit nicht performant analysiert werden. Das Open Archives Initiatives Protocol for Metadata Harvesting, OAI PMH, ist derzeit nicht vollständig funktionsfähig und Schnittstellen für die Synchronisation der Knoten müssen noch aufgebaut oder geschliffen werden.
Das Metadatenmodell ist außerdem für manche Datenpublikationen noch nicht hundertprozentig passend und es müssen gegebenenfalls Anpassungen durchgeführt werden. Sowie der Datenfluss von Atlas zur GDE.de und GovData ist noch in der Entwicklung. Das ist ganz schön viel, was noch nicht hervorragend funktioniert und wir können gerne im Anschluss oder im Laufe der Konferenz darüber diskutieren, ob eine andere Lösung nicht vielleicht sinnvoller wäre. Wir haben uns jedoch für GeoNode entschieden, weil es ein neues Geo-Projekt ist und wir in der Community uns sehr wohlfühlen und es viele der Bedarfe der Forschenden abgedeckt hat. So ist eine besonders wichtige Funktion, dass nicht nur Metadaten hochgeladen werden, sondern tatsächlich die Datensätze selbst. Forschende wollen Fragen beantworten und dafür reichen Metadaten alleine einfach nicht aus. Wir haben uns für GeoNode entschieden, also Open for a Reason, weil wir die Weiterentwicklung der Plattform mit Eigenmitteln und auch mit Fördergeldern vorantreiben wollen. Ziel ist es hierbei, gemeinsam mit der Forschungscommunity Bedarfe zu beschreiben, umzusetzen und dann als Upstream in das Hauptprojekt einfließen zu lassen. Für größere Änderungen werden dafür sogenannte GeoNode Improvement Proposals, also GNIPS, erstellt, diskutiert und deren Übernahme in das Projekt vom Steuerungskomitee demokratisch beschlossen. Unten drei Beispiele dafür und rechts auch gezeigt ein Beispiel für ein GeoNode Improvement Proposal, wo es darum geht, die nichträumlichen Datensätze gleichberechtigt in GeoNode darzustellen. Wenn man so einen GNIP erstellt und ihn diskutiert und das Steuerungskomitee beschließen muss, ob er angenommen wird oder nicht, macht es natürlich total viel Sinn, wenn man im Steuerungskomitee drin ist. So wie ich zum Beispiel. Und das Thünen-Institut auch die Core Contributor Agreement unterzeichnet hat und wir damit Core Contributor sind. Die Mitgliedschaft in dem Project Steering Committee oder sowieso eine aktive Mitgliedschaft in der Community ermöglicht es, Konzepte, die man selber hat, mit auf kurzem Wege mit den langjährigen und überaus erfahrenen GeoNode-Entwicklerinnen hin und her zu diskutieren, möglichst rasch und flott sich zu überlegen, wie man einen Upstream-Prozess aus den geförderten Entwicklungsleistungen produzieren kann und die Inhalte dann hochfließen können. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern macht auch wahnsinnig glücklich, dann zu sehen, dass die öffentlichen Gelder letztlich für öffentliche Stücke von Software bereitgestellt werden und von anderen Forschungsinstitutionen oder der generellen Öffentlichkeit genutzt werden können. Wenn man mein Abstract des Vortrags anguckt, dann wollte ich eigentlich auch noch über die Entwicklungsversion V4 von GeoNode berichten. So viel nur in Kürze. Für die neue Version wurde mächtig refactored, aber auch im Vordergrund. So wurde zum Beispiel das Frontend jetzt entkoppelt und die neue API V2 massiv erweitert. Außerdem gibt es jetzt einen Storage and Resource Manager, der komplett überarbeitet und neu aufgesetzt wurde und somit viel besseres Harvesting erlaubt. Und einiges mehr. Letzten Endes hat GeoSolutions jedoch bereits ein hervorragendes Webinar zum 3.3.1 Release, was demnächst kommt, das ist das Stable Release, gemacht, sowie auch darin über die Version 4 viel berichtet und das in der Live-Demo gezeigt. Schaut euch das doch einfach an und sprecht mich im Nachgang direkt gerne an, wenn ihr weitere Fragen habt. Zudem gibt es auch den Link zu der Demo-Instanz der V4, damit ihr da selber drauf rumspielen könnt unter master.demo.geonode.org. Außerdem bin ich nicht zum ersten Teil des Research Data Management Lifecycles Plan and Fund eingegangen. Dafür haben wir eine eigene Datenbank, die Closed Sources, und die wollen wir integrieren. Da die jedoch Closed Sources ist, ist das für den heutigen Vortrag irgendwie langweilig. Und zukünftig wollen wir überlegen, ob wir das Tool Research Data Management Organizer benutzen wollen und das dann mit GeoNode verknüpfen, um, wenn wir das Datenmanagement beschreiben in Datenmanagementplänen, dass das automatisch an Datensätze angehangen wird, beziehungsweise Metadaten direkt überführt werden können. Außerdem bin ich auf viele Teile des Infrastrukturkonzepts gar nicht eingegangen. Aufgrund der Zeit, der Inspire-Knoten wäre ein eigener Vortrag und die unten gezeigte Databench befindet sich schlichtweg noch im Aufbau und ist noch nicht richtig spruchreif. Grob umrissen, es gibt auf der Thünen-Webseite das sogenannte TIDAS-Konzept, wo es um hochperformante Prozessierung geht und wir wollen dort JupyterLab-Instanz mit GeoMesa-Workern vielleicht etablieren, aber das ist noch zu diskutieren. Damit bleibt mir nichts weiteres übrig, als mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken und bin sehr gespannt auf die anschließende Diskussion und die hoffentlich vielen tollen Fragen.
Ja, Florian, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in die Nutzung von GeoNode bei euch am Thünen-Institut. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass eine Bundesforschungseinrichtung die Entwicklung eines Open-Source-Tools fördern kann. Es sind eine Menge Fragen eingegangen. Wir haben aber auch noch eine Frage, die Mathis vorhin nicht beantworten konnte. Deswegen stellen wir sie jetzt dir. Vielleicht kannst du es beantworten. Kann man mit GeoNode andere Metadatenkataloge harvesten? Ja, ich muss gestehen, ich habe eben gerade angefangen, ein bisschen zu recherchieren, weil ich mir selber nicht ganz sicher war. Tatsächlich ist es so, dass es derzeit leider nicht funktioniert. Ich hatte im Vortrag ja schon angesprochen, GeoNode Version 4 wird derzeit entwickelt und befindet sich gerade in so einer Art Alpha unter master.geonode oder master.demo.geonode.org. Und dafür weiß ich, wurde ein Metadaten-Harvesting aufgebaut, wo Dokumente aus einem Dokumenten-Management-System rausgeharvestet wurden. Und es gibt auch eine neue Pluggable Service Types für Harvester, wo man so etwas implementieren könnte. Aber es funktioniert derzeit noch nicht. So. Okay, also es ist praktisch in Entwicklung. Es ist aber noch nicht fertig. Ja, wobei ich muss kurz ergänzen, was geht? Es können WMS-Dienste geharvestet werden und es können andere GeoNode-Instanzen geharvestet werden. Also das funktioniert schon. Okay. Gut, nächste Frage. Können die Metadaten für ausgewählte Datensätze zum Beispiel als CSV exportiert werden? Für ausgewählte Datensätze, okay. Nee, derzeit nicht. Du kannst einen einzelnen Datensatz dir anschauen und davon die Metadaten runterladen, aber du kannst nicht 5 Metadatensätze auswählen und von diesen 5 dann etwas, einen Metadaten-Abstract oder so runterziehen. Das funktioniert nicht. Müsste man auch implementieren. Mehrere File-Formate, die man exportieren kann? Für den Metadaten-Export, das sind diverse. Ich müsste selber nachgucken. Oder geht doch einfach auf eine der Demo-Instanzen und schaut euch das an. Also das ist ISO, der Feature-Catalog kann runtergeladen werden und noch diverse andere. Also letztendlich ist es ja ein PyCSW im Hintergrund. Und relativ alles, was der PyCSW ausspucken kann, wird dort auch gelistet. Okay, danke. Frage zur Prozessierung. Werden nur die Rohdaten oder auch Zwischenergebnisse oder veredelte Daten nach einer Prozessierung in GeoNode gehalten bei euch? Grundsätzlich ist es so, dass auch die Zwischenschritte bzw. die fertigen Datensätze, also die fertig analysierten Datensätze vorgehalten werden. Allerdings muss man immer bedenken, Tista, das ist ja unsere GeoNode-Instanz im internen Netz, das ist ja im Backup und dann später in der Langzeitdatenspeicherung. Und die Speicherbedarfe schießen halt exponentiell in die Höhe, wenn man jeden Zwischenschritt mitspeichern würde. Das heißt, wir versuchen abzuschätzen, wo Datensätze in dem Speicherbereich liegen müssen, der in die Langzeitdatenspeicherung geht und wo Datensätze einfach nur registriert werden, die auf anderen Speichern liegen, die nicht in die Langzeitdatenspeicherung reingehen und gegebenenfalls nicht mehr ins Backup reingehen. Es hat ja ganz zum Schluss ja diese Databench gezeigt, bin ich nicht viel drauf eingegangen. Databench ist zum Beispiel der Speicherort, wo wir Daten vom BKG vorliegen haben. Die BKG-Daten sind ja nicht unsere Daten, die bekommen wir. Die werden im Thünen-Institut dann teilweise nochmal veredelt und für unsere Forschungsfragen ergänzt und ein bisschen umgebaut. Und diese Datensätze liegen dort vor, weil wir sie prinzipiell jederzeit wieder herstellen können. Deshalb müssen wir sie nicht in den Langzeitdatenspeicher übernehmen, weil da müssen unsere selbst aufgenommenen Forschungsdaten wie die Bodenzustandserhebung oder die ozeanografischen Daten mit, weiß ich nicht, tausenden von Datenpunkten, die können wir nie wieder herstellen. Die müssen im Tista nativ liegen und dann gibt es viele Datensätze, die im Tista nur registriert sind. Okay. Tausende von Datensätzen sind wir bei der nächsten Frage. Wie sieht es mit 3D-Daten wie Punktwolken aus? Können diese performant in GeoNode abgebildet werden? Das ist derzeit nicht der Fall. Ich weiß, dass GeoSolutions für GeoNode Version 4 daran arbeitet. Es gibt auch irgendwo einen Proof of Concept. Ich bin mir nicht sicher, ob der das auf die Master Demo geschafft hat. Ich denke nicht, aber da wird drüber nachgedacht. Derzeit
ist es so, wir hatten gerade, also Status heute, noch nicht die Bedarfe, das abzubilden. Ich weiß aber von einem Projekt des Thünen-Instituts in Eberswalde, die sind mit Drohnen durch verschiedene Forstbereiche geflogen und die wollen das auch ablegen. Das heißt, es könnte angehen, dass wir Gelder, die wir vom BML bekommen haben, dafür demnächst verwenden werden, um das zu ermöglichen. Also 3D-Last zum Beispiel. Okay, klingt interessant. Oder Punktwolken, alle andere, nicht nur Laserscanning-Daten. Ja. Nochmal zurück zum Metadatenkatalog. Kann der Metadatenkatalog erweitert bzw. angepasst werden? Ja, das ist prinzipiell möglich, wobei man immer gucken muss. Man hat ja Metadaten selber werden in GeoNode vorgehalten von dem GeoNode Resource Base Modell. Also Resource Base ist das Django Modell, was verwendet wird, um eine Ressource abzubilden und zu beschreiben. Und das wiederum wird über PyCSV dann ja herausgegeben als CSV Schnittstelle. Das heißt, jetzt gerade ist es so, wir haben über die CSV Schnittstelle Datensätze, die rausgehen, die nicht vollumfänglich dementsprechend, was im GeoNode-nativen Katalog eigentlich vorliegt. Dafür gibt es die REST-API-V2, die seit 3.3.1 oder 3.2.1 oder so ist sie mit dabei, also schon seit einiger Zeit, die funktioniert auch hervorragend. Und über diese REST-API werden die ganzen anderen zusätzlichen Felder mit abgedeckt. Und um das reinzuarbeiten, also das ist möglich, definitiv, aber es ist Entwicklungsaufwand, es ist jetzt nicht so zusammen zu konfigurieren und es müsste dann das Resource-Base-Modell gegebenenfalls angepasst werden und außerdem die REST-API V2 müsste auch entsprechend angepasst werden. Das ist halt ein Django REST Framework, sodass auch die Ressourcen über die API sauber abgebildet werden. Aber auch da weiß ich, hat GeoSolutions gerade angefangen, das Resource Base Metadatenmodell umzubauen. Ich suche gleich nochmal in GitHub, wo genau der Issue ist. Dann könnt ihr gerne euch das angucken und da seid ihr herzlich eingeladen, auch mit zu diskutieren darüber, wie wir das möglichst klug umbauen und einbauen. Alles klar, vielen Dank. Mitdiskutieren bringt uns zu dem nächsten Punkt. Gibt es eine Anwender-Community für GeoNode, die sich regelmäßig trifft? Es gibt seit neuestem eine Forschungs-Community, die deutsche GeoNode-Forschungs-Community, wo unter anderem 5to-N mit dabei ist, aber auch das JKI, diverse andere UFZ, du unter anderem auch und ganz viele andere, also Leibniz-Institute etc., da könnt ihr gerne euch melden und dann seid ihr bei den nächsten Sitzungen mit dabei. Eine Anwender-Community von GeoNode gibt es derzeit meines Wissens nach nicht. Wir haben nur einen sehr aktiven Gitter-Chat, über den ihr euch melden könnt und wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach bei mir, weil ich bin mit Toni Schönbuchner von CSGIS zusammen, die deutsche GeoNode-Community, was so das Project Steering Committee angeht. Deshalb einfach immer her, schreibt mir eine Mail und lasst uns gegebenenfalls eine gründen. Ja, hört sich gut an. Könntest du dir vorstellen, dass wir irgendwann mal so eine Art Anwendertreffen hier im Rahmen der FOSGIS haben werden? Wenn genug Leute Lust hätten, darüber zu diskutieren, lieben gerne. Also das ist ja mit auch meine Aufgabe, sowohl aus dem Project Steering Committee und von mir als Mensch, als auch von meinem Arbeitgeber, weil wir ja Core Contributor sind. Und da zählt sowas natürlich auch mit rein. Okay, also wer Interesse hat an GeoNode und da mehr erfahren möchte, der wendet sich an Florian Höth. Florian, vielen Dank. Gerne.